So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rabensis, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir haben heute was ganz Besonderes vor, einen Community Raid. Wir haben nämlich am Dienstag pünktlich den ersten ab 11 Uhr gemacht mit Katagami. Ich habe ja gesagt, der erste, der schlüpft von den neuen Raid-Bossen, sollten ja zwei kommen, den machen wir. Und den wir machen am Dienstag im Community Raid, den bieten wir abends am Dienstag 18 Uhr als Raids für Zuschauer an. Katagami kam raus, wir haben Katagami geraidet, aber es konnte auch nur Katagami schlüpfen, weil die zwei ja jetzt regional sind. Das heißt, Kaguron konnte bei uns gar nicht schlüpfen. Ich möchte aber trotzdem einen Kaguron Community Raid machen. Ich stehe jetzt hier an der Brücke der Technik. Ihr seht, hier ist kein Raid, weil es kann ja kein Kaguron Raid aufgehen bei uns in der Nordhalbkugel, nur in der Südhalbkugel. Ich habe trotzdem auf YouTube im Community Tab einen Kaguron Raid gepostet. Der wird in 3 Minuten stattfinden. Please don't spam, lädt ein. Diesmal nur 9 Leute, die eingeladen werden, weil ich muss mich selber auch einladen auf meinem Account. Ich habe das hier wieder sortiert. Ihr seht, wer mitmacht. Genaya, Flex, Henry, Niklas Rippe, Sven Raschau, Master Gossi, Itch2Domo, Hallöle, ach nee, warte, NetGhost und Borki. Die sind alle dabei. Das sind 9 Leute, die wir jetzt einladen wollen. Plus mich halt, ich bin an der 10. Der Einlader-Account wird nicht mitmachen, wir machen aber mit. Und ich scroll mal hier runter. Ich habe nämlich die Tage auch eine Liste gepostet, welche Konter überhaupt gut sind. Hier ist mein Eierfach. Guckt euch das Eierfach an, richtig genial. Nein, hier unten habe ich eine Liste gepostet. Das ist Kaguron. Kaguron ist Typ Flug, ist Typ Stahl. Gegen Flug könntet ihr Elektro nehmen, gegen Stahl könntet ihr Feuer nehmen. Hier bei den Top-Kondern ist vermehrt natürlich Elektro aufgelistet. Ihr könnt aber trotzdem für alles, für beide, egal ob für Katagami oder Kaguron, immer Feuer nehmen, am besten Mega Glurak Y. 1 Minute ist noch, ich gehe jetzt hier raus. Ich guck mal, was es für Konter auswählt. Also ich werde jetzt kein Team zusammenstellen, ich werde einfach das nehmen, was da ist. Ich hoffe, hier haben auch alle angenommen. Ich habe genau 9 Leute hier drauf. Eigentlich müsste ich aber 10 haben, weil ich habe den auch geaddet. Einer hat also die Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen. In 1 Minute geht der Raid auf. Ich lade mich dann ein, ich lade euch ein. Wir machen den zusammen, gucken mal, ob was Gutes dabei ist. Die WP für den 100er habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber egal. Wir hauen jetzt drauf und schauen mal, ob was Gutes bei rauskommt. So, das, was ihr nicht seht bei der Bildschirmübertragung, hier ist die Ultra-Pforte. Die müsste gleich aufgehen, da müsste es gleich schlüpfen, da muss ich gleich eine private Gruppe machen und die Leute einladen. Das ist Kaguron, guck dir den an. Ich finde den vom Design her auf jeden Fall richtig cool. Besser als Katagami. Jetzt einladen, Gruppencode merken, privat machen. So, wir laden Flex, Ramses, Borki, Itch2Domo und Genaya. Das sind die ersten 5, die eingeladen werden. Jetzt kann ich hier drauf, kann schon mal auf die Einladung, kann schon mal in die Raid-Gruppe rein. Also in die Lobby, nicht in die Raid-Gruppe, ich kann schon mal in die Lobby. Ich weiß nicht, ob da was los ist, ich versuche mir mal den Gruppencode zu merken. Grünkatzmet. Grünkatzmet. Ich gehe also raus, gehe wieder rein, gebe Grünkatzmet ein. Wieder private Gruppe, Grün, Katz, Smet, bin bei 70 wieder drin, gehe wieder auf Einladen, habe jetzt Master Gossi, Niklas Rippe, Sven und NetGhost, das heißt wirklich einer fehlt. Wenn ihr aufgepasst habt und wisst, wer fehlt, schreibt es mal in die Kommentare, ansonsten müssten jetzt alle drin sein, außer der eine. Ich könnte zur Not auf dem hier aber auch einfach nachgucken, wer fehlt, es dauert eh noch ein bisschen, bis der Rest reinkommt. So, ich gehe mal hier auf meinen Kanal, Community Tab, sortiere das mal, gehe mal von unten durch. Genaya, Flex, Henry, Niklas Rippe, Sven war drin, Itch2Domo, NetGhost, Borki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt müssen wir nochmal durchgucken. Borki, Itch2Domo. Flex, Jenna, Master Gossi, Niklas, NetGhost, Sven. Henry?
Henry fehlt. Henry Niki ist nicht da. Vielleicht hat er gedacht, der Main-Account lädt mit ein. Macht er aber nicht. Wir haben jetzt hier lauter Elektrokonda. Ihr habt hier Magnezone dabei. Hier muss ich den Raid jetzt ausmachen, weil ich darf nicht mitmachen, sonst habe ich morgen wieder keinen Pass mehr. Hauen jetzt mit Elektro und Stahl auf Stahl und Flug. Dann kann uns das wahrscheinlich nichts anhaben, oder? Ich weiß nicht, was er für Attacken hat. Jetzt greift er einfach mit Feuer an. Es ist Stahl und greift mit Feuer an. Das wäre richtig genial. Nein, wir hauen jetzt drauf. Wir haben Elektro. Henry Niki hat leider gefehlt. Vielleicht hat er es auch vergessen. Keine Ahnung. Vielleicht ist was passiert. Handy ins Klo gefallen oder so. Das kann immer mal passieren. Deswegen ist das auch so gelb. Das passiert mir regelmäßig. Der ist natürlich, der frisst einiges. Also wenn ihr Katagami habt, den könnt ihr ja sogar zu zweit ganz easy legen. Ihr könnt ihn sogar solo legen. Manche, wenn er das Wetter passt und ihr gute Konda habt. Hier könnte es zu zweit vielleicht auch gehen, wird aber mega brutal. Am besten also mindestens drei Leute. Aber für uns spielt das jetzt eh keine Rolle. Das wird keine Raid-Stunde haben. Wir haben Katagami in der Raid-Stunde. Da ist also egal, wer euch einlädt. Sobald ihr zwei seid, bleibt drin, macht den einfach. Darüber werden wir aber Raids für Zuschauer machen, am Donnerstag ab 18 Uhr. Dieses Video nehme ich gerade Mittwoch auf, ich versuche es aber am Donnerstag mittags, nachmittags hochzuladen, als Ankündigung schon mal, dass wir abends ab 18 Uhr Raids für Zuschauer machen mit Kaguron. So, 17.06. Ich weiß, wie gesagt, die 100er werde nicht. Ich weiß nicht, ob 17.06 was Gutes ist, wir gehen jetzt einfach rein. Der ist auch riesengroß, der hat einen riesengroßen Kreis. Der sitzt aber trotzdem irgendwie ziemlich weit hinten, habe ich gehört. Müssen also jetzt mal hier so curven. Oh mein Gott. Der Ball ist so weit unten gelandet, also wir müssen richtig weit werfen. Curven alleine passt. Also curven und weit hinterzielen. Am besten vielleicht erstmal einfach fabelhaft. Gut, reicht. Es reicht komplett so. Der Kreis ist so groß, der ist immer noch so. Trotzdem trifft es schon einfach fabelhaft. Wir brauchen den also nicht mehr verstellen. Müssen wir angucken, was die Attacke ist, wenn der angreift. Das ist keine Attacke, das ist Hüpfen. Mal mit Geduld schon mal üben, auch wenn wir dazu nicht eingeladen werden. Gibt schon wieder Memes, die rumgehen, irgendwelche Bilder, dass das einfach eine Klobürste ist. In der Halterung mit zwei anderen Klobürsten noch am Rand. Werdet ihr nächste Woche sehen bei Raid am Mittwoch. So. Er bewegt sich halt echt einfach kein Stück. Er hebt immer seinen Arm. Er hüpft. Aber er greift nicht an. Zur Not curve ich einfach und werf nochmal drauf. Das ist wie Groudon. Groudon geht auch nicht nach links, geht nicht nach rechts. Der geht manchmal. Groudon hüpft auch nicht. Groudon hat irgendwelche Zuckungen. Also ist eigentlich ein sehr ruhiges Pokémon. Wir curven jetzt einfach wild. Oder ist das der Angriff? Vielleicht ist das der Angriff, wenn er seinen Arm bewegt. Das kann auch sein. Ich muss beim Werfen mal ein bisschen besser aufpassen. Mir schmiert die ganze Zeit der Finger ab. Einfach gut getroffen. Wir wollten doch einfach fabelhaft gehen. Oh, eins und wieder raus. Wir haben noch 13 Bälle, komm. 13 Bälle, alles mit der Ruhe hier. Das ist total ungewohnt. Jetzt hüpft er natürlich. Der wäre einfach fabelhaft gewesen, aber er hüpft drüber. Der Ball geht also daneben. Eins, zwei, drei, aber er ist trotzdem drin. Das war bei Katagami schon so. Ich habe bisher bei Katagami noch kein einziges Mal einfach fabelhaft getroffen. Bei ihm hier einmal getroffen, aber trotzdem 17-6 ist... mega schlecht, aus Brasilien, 10-13-10. Ich habe gedacht, das ist irgendwas Gutes mit 17-6, aber nein, der ist einfach mega schlecht. Was wäre der 100er wert? Wir können ja mal ganz kurz reingucken, nicht auf die Deutsche Bahn. Wir gehen einfach mal hier auf den Community-Tab. Das steht ja in der Grafik dabei. 17-72, also 17-7, 22-16 wären die 100er Werte mit und ohne Wetterboost. Wart ihr dabei beim Community Raid? Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr überhaupt schon einen Katagami Raid gemacht? Ein Kaguron Raid, nicht Katagami. Also Donnerstag 18 Uhr,
Kargoron Raids für Zuschauer. Bis 23 Uhr denke ich mal, wir werden wieder 5 Stunden machen. Kommt rein, vielleicht das einzige Mal, dass wir das machen. Wer den Dex-Eintrag noch braucht, ist gern eingeladen. Ansonsten seht ihr hier, hier ist nix. Grüße an Henry, der es verpasst hat. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.